Willkommen zum heutigen Türchen unseres Adventskalenders. Ich hoffe, dass die kleine Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, für ein wenig Kurzweil sorgt. Für all diejenigen, die auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchten, die heutige Antwort besteht im Endeffekt aus dem Namen des Autors dieser kleinen Geschichte. Es blaut die Nacht, die Sterne blinken, Schneeflöcklein leise niedersinken, auf Edle Tennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel, und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege, drum kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt trümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt darauf, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorf hört man die Hunde bellen, wer ist's, der in so später Nacht im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. Die sechs Pakete, heil'ger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.